gentlemen, I give you the instructions. The dressing room, I expect clear and fair fight. Seconds out, please. Big fight, Runde 1, round 1. Das Urteil des Kampfgerichts Sieger nach 1 Minute und 42 Sekunden in der ersten Runde. Und damit in seinem 24. Profikampf der 23. Sieg und der 11. K.O. aus Hamburg, Hamid Erahimi. Wir wollen aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Boxsportfreunde hier im Telekom Dom zu Bonn die Gelegenheit nutzen. Und Hamid kurz zu Wort kommen zu lassen. Er lebt in Hamburg, geboren in Kabul. Hat er durch diesen Sport etwas erreicht, was im Krisen- und kriegsgeschütteten Afghanistan sonst niemand erreicht hat? Frieden zu stiften für den Moment des Kampfes, die Schüsse verschwunden, als er im Ring stand. Vielleicht die große Geschichte zum Friedenskämpfer, der nicht nur ein Kampfname ist, sondern die Geschichte deines Lebens, deines Sports.
viele in Bonn kennen diese Geschichte nicht. Bettina Böttinger, Professor für Rundfunk, ist wegen ihr heute hier bei Talks in Bonn. Schöne Grüße an den Herrn Bettina Böttinger, die mich auch begleitet. Kurz die Geschichte des Hamid in der Bibel. Also erstmal zusammen, es tut mir leid, ich hätte selber gerne länger geboxt. Ich habe einen Eisenbahnweg und ich habe mich sehr lange vorbereitet. Ich habe meinen Gegner mit meinem Trainer studiert und ich wusste mal, dass er sein Recht, also sein Ding 100 hat. Da wusste ich, dass ich den Gegner seinen Tiefer schlage. Also ich hätte ihn mit gerne euch mehr geboten, weil er wirklich verdammt hart trainiert hat. Marius Jastrowski über die Runden ist weggegangen, das war die Olympiateilnehmer, als er sehr gute Boxer ist, der wirklich immer durch die Runden gegangen. Und zum Afghanistan. Ja, also es ist so, ich bin in Wien geboren und ich weiß, was das bedeutet. Und ja, es ist nichts Schlimmeres auf der Welt, wenn du da bist und mit deiner Hilfe finden kannst. Und was kann ich tun? Ich bin ein Sportler und Bin Laden ist vielleicht tot, aber seine Ideologie geht weiter in den Köpfen. Und wenn man das sieht, beispielsweise wenn ich immer wieder da bin, das sind kleine Kinder, 6 Jahre alt, der nimmt so einen Sprengstoff und tötet sich selbst und ganz viele Menschen mit. Und ich und mein Team, wir sind sehr oft da, und wir haben so eine verrückte Idee, dass wir da einen Profiboxer während des Krieges veranstalten wollen. Also erstmal muss der Präsident da ein, das andere haben gesagt, das geht nicht. Aber wir haben es geschafft, und das war 21 Millionen Einschaltquote. Und es gab keine Schlüssel, also es war ganz cool, es war wunderbar. Und jetzt haben die Kinder und alle Sportler werden, das ist wirklich was Gutes. Sport schafft Frieden. Er ist ein großartiger Botschafter, nicht nur seines Sports, sondern auch für den Frieden. Deswegen sind wir sehr stolz, dass er heute hier bei Garde von Promotions im Ring des Telekom Doms zu Bonn gestanden hat. Hamid Rahimi, das ist dein Applaus.